Der Jungfernflug der Schwerlastrakete Falcon Heavy aus dem Hause SpaceX fand am 6. Februar 2018 statt. Zum 5. Jahrestag dieses historischen Ereignisses gibt es heute den ultimativen Falcon Heavy Deep Dive. Und so viel Spaß es auch macht, dieses elegante Gerät fliegen zu sehen, so sehr schmerzt es auch, denn die Falcon Heavy ist vermutlich der größte Kompromiss, den SpaceX jemals eingegangen ist. Elon Musk betrachtet ihren Betrieb bis heute als Fehler. Warum, wirst du dich jetzt fragen? Was spricht dagegen, dieses ingenieurstechnische Meisterwerk fliegen zu lassen? Und warum fliegt sie dann überhaupt, wenn sie doch so ein großer Fehler ist? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen und die Lage wirklich zu verstehen, müssen wir uns zuerst mit der Vision beschäftigen, die SpaceX leitet. Jetzt ganz unabhängig von dem Traum, den Mars zu besiedeln, ist es SpaceXs Ziel, ein vollständig und schnell wiederverwendbares Raketensystem zu entwickeln, das für alle Missionsprofile vom niedrigen Erdorbit oder auch LEO genannt, bis hin zu Deep Space Missionen und darüber hinaus geeignet ist. Also kann man sagen, dass SpaceX hier auf der Suche nach dem heiligen Gral ist. Einen Teil des Grals haben sie schon gefunden und hochpoliert. Aber die Falcon 9 und die Falcon Heavy sind nur teilweise wiederverwendbar. Denn die Oberstufe ist gar nicht wiederverwendbar und der Booster braucht auch mindestens einige Tage, um wieder flugbereit zu sein. Du siehst, es gibt hier schon einige Probleme. Klar, die Falcon Heavy ist ein verlässliches System. Ihre Erfolgsquote liegt bei 100%. Sie hat 5 von 5 Missionen erfolgreich absolviert, wovon die erste nur zu Demozwecken Elons Tesla Roadster in einen heliozentrischen Orbit, der die Bahnen der Erde und des Mars kreuzt, geschossen hat. Die Falcon Heavy ist im Endeffekt nichts anderes als 3 aneinandergeschnallte Falcon 9 Booster. Und je nachdem, in welchen Orbit der Kunde will, wird die Rakete dementsprechend konfiguriert. Wenn die Nutzlast schwer ist und in einen energieintensiven, also hohen Orbit muss, dann lässt SpaceX manchmal die Landebeine und die Gridfins des mittleren Boosters weg und nutzt diesen wie eine herkömmliche Wegwerfrakete. Wobei es genau dieser Booster ist, der sich am meisten von den anderen Falcon 9 Boostern unterscheidet. Zumindest aus struktureller Sicht, denn er muss all die zusätzlich auftretenden Kräfte aushalten und hält die beiden Seitenbooster mit eigenen Klemmen fest. Die Idee, mehrere Falcon 9 Booster aneinander zu schnallen, um eine mächtigere Rakete anbieten zu können, war schon bei SpaceX bereits vor 2018 im Gespräch. Die Falcon 9 bedient zwar schon die meisten Kunden und hätte vermutlich für ausreichend Einkommen sorgen können, aber wer in den USA Raketen starten will, muss das gefälligst so tun, dass dadurch die militärischen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten ausgebaut werden. Wenn es nach Elon gegangen wäre, hätten sie die Falcon Heavy ganz weggelassen. Denn jede neue Rakete im Sortiment bedeutet mehr Einzelteile, also mehr Teile, die entwickelt, gebaut und eingekauft werden müssen. Dazu kommt Lagerfläche, Personal, Infrastruktur und vieles mehr, das an jedem Bauteil dranhängt. Sie können Fehlerquellen sein und erfordern zudem Wartung. Obendrein kostet das Zeit und Ressourcen. Zeit und Ressourcen, die Elon eigentlich in das vollständig wiederverwendbare System Starship stecken wollte. Aber den Generälen war Starship als kurzfristige Lösung zu unsicher. Vor allem im Hinblick darauf, dass das Ende der Delta IV Heavy vermutlich schon in Aussicht stand, wollte man die Fähigkeiten absichern, schwere Militärsatelliten in aufwendige Orbits zu bringen. Wenn SpaceX sich in diesen Tagen nur auf die Handvoll Aufträge aus dem Weißen Haus und dem Pentagon verlassen hätte, hätten wir heute ein zweites ULA erhalten. Einen Start der Delta IV Heavy von der ULA lässt sich der US-Steuerzahler 15.280 US-Dollar pro Kilogramm in einer niedrigen Erdorbit kosten. Also bringt sie die maximale Nutzlast von fast 29 Tonnen für 440 Millionen US-Dollar ins All. Wenn die Falcon Heavy den gleichen Kilopreis ins LEO verlangen würde, könnte SpaceX mit jedem Start über 975 Millionen, also fast eine ganze Milliarde US-Dollar einnehmen, denn ihre Nutzlastkapazität ins LEO ist mehr als das Doppelte der Delta IV Heavy. Selbst nach der Entwicklung der Falcon 1 und Falcon 9 meinte Elon, ein Jahr vor dem Jungfernflug, dass sie ziemlich naiv waren, was den Aufwand um die Entwicklung eines solchen Systems betrifft, was auch mit ein Grund dafür war, weshalb sich ihre Markteinführung um 5 Jahre verzögerte. Und obwohl der erste Flug makellos verlaufen ist, mussten wir über ein Jahr auf den zweiten Start warten. Inzwischen ist die Falcon Heavy insgesamt 5-mal geflogen, was auf 5 Jahre verteilt einen Durchschnitt von einem Start pro Jahr bedeutet. Und genau dieser Punkt war es, den Elon vorhergesehen hatte. Dazu braucht man keine Glaskugel, sondern kann sich die Startkadenz der Nutzlasten in dieser Gewichtsklasse ansehen. Selbst bei steigendem Bedarf in diesem Bereich würde diese Rakete nur maximal einige wenige Male pro Jahr starten.
Der Frachtraum innerhalb der Nutzlastverkleidung ist der gleiche wie bei der Falcon 9 auch. Bei einem Startpreis zwischen 97 und 150 Millionen US-Dollar und Entwicklungskosten von mehr als 500 Millionen US-Dollar, die SpaceX selbst stemmen musste, bedeutet das eine schlechte Rentabilität. Vor allem im Hinblick darauf, dass nicht allzu viele Aufträge zu erwarten waren und sind. Im vollen Wegwerfmodus, also wenn keiner der Booster landet, kostet ein Falcon Heavy Start 150 Millionen, was einem Kilopreis von 2350 US-Dollar ins Leo entspricht. Das ist weniger als ein Sechstel des Delta IV Heavy Preises. Die Falcon Heavy ist im Prinzip folgendermaßen aufgebaut. Zwei normale Falcon 9 Booster, die statt der Interstage und der Oberstufe eine Nasenspitze haben, sind jeweils oben und unten mit vier Klemmen pro Seite an mittleren Booster befestigt. Ein Booster hat 9 Merlin-Triebwerke. Wie viele haben 3? Frag ChatGPT, wenn du dir nicht sicher bist. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, hielt die Entwicklung dieses mittleren Boosters große Hürden für SpaceX bereit. Und da gibt es diese Geschichte, dass Elon gerade in einem Meeting dabei war, das Falcon Heavy Programm zugunsten des Starship Programms einzustampfen, als Gwynn Shotwell hereinplatzte und ihn daran erinnerte, dass Kunden wie das US-Verteidigungsministerium und die Space Force bereits Flüge gebucht hatten. Und die sollte man nicht vergraulen. Gwynn Shotwell ist seit den Anfängen dabei und hat wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen. Ich würde sagen, Elon ist das Herz und die Vision und Gwynn ist die Vernunft und die Sachlichkeit in dieser Symbiose. Sie hat immer seinen Mist ausgebadet, wenn er bei Joe Rogan an einem Joint gezogen hat oder wenn er Generäle beleidigt hat oder sonst irgendwelche wahnsinnigen Sachen aufgeführt hat. Und genau wegen den Generälen wollte man diese Rakete überhaupt entwickeln. Und von daher ist es nicht so eine gute Idee, diesen Menschen auf die Füße zu steigen. Aber ich möchte noch einmal gerne zum Jungfernflug zurückkommen. Nach unzähligen Verspätungen startete die erste Falcon Heavy am 6. Februar 2018 vom Kennedy Space Center in Florida vom Launch Complex 39A. An der Stelle geht ein Gruß raus an meinen Redakteur Niklas, der am 6. Februar Geburtstag hat. Und das jedes Jahr. Kann dir aber nicht genau sagen, wann sein Jungfernflug war. Alles Gute Niklas und danke für die Hilfe mit diesem Skript. Ursprünglich war der Plan, die Falcon Heavy von der Vandenberg Space Force Base zu starten. Damals Air Force Base. Aber das hat wegen einigen Komplikationen nicht funktioniert, weswegen sie dann schließlich von Florida aus gestartet sind. Elons Hoffnung für diesen ersten Flug war nur, dass die Rakete weit genug von der Startrampe explodiert, dass sie nicht die Infrastruktur auch noch verlieren. Aber alles lief wie am Schnürchen. Die Seitenbooster trennten sich von der Kernstufe und flogen zurück nach Cape Canaveral, wo sie auf den Landezonen 1 und 2 aufsetzten. Alle 27 Triebwerke bekommen beim Start Starthilfe von den Bodenanlagen. Diese versorgen die Triebwerke mit dem sogenannten T-Tap. Das ist dieser grüne Flimmer kurz bevor die Triebwerke anlaufen. Ohne diesen T-Tap können die Merlin-Triebwerke nicht zünden. Aber wie machen sie das dann bei der Rückkehr, wo die Booster bis zu 3 zusätzliche Male zünden müssen? Dafür verfügen jeweils 3 Triebwerke eines Boosters über extra Tanks, die mit diesem T-Tap befüllt sind. Nur dank dieser kleinen Tanks können solche Manöver wie Boostback-Burn, Entry-Burn oder Landing-Burn durchgeführt werden. Während die Seitenbooster sicher landeten, zündeten 2 der 3 Triebwerke der Kernstufe nicht, sodass sie mit über 480 km/h im Ozean zerschellte und versank. Die Rakete hatte etwas überperformt und den Roadster samt dem Starman, der darin sitzt und den 3 Kameras in einen Orbit um die Sonne geschossen, der sowohl die Bahn der Erde als auch die des Mars kreuzt. Auf mehreren Seiten, wie zum Beispiel whereistesla-roadster.space, kann man jederzeit die exakte Position nachschauen, wenn man das Bedürfnis verspüren sollte, solch eine anzügliche Seite aufzurufen. Elon hat sich also breitschlagen lassen, die Falcon Heavy fertig zu entwickeln, damit die Generäle befriedigt sind. Und genau darum geht es ja schließlich immer. Die Generäle befriedigen. Und solange sie operativ zufriedengestellt sind, kann Elon nebenbei an Starship arbeiten. Das Militär hat prinzipiell nichts gegen Starship. Im Gegenteil. Sie möchten, wie in mehreren Verträgen zwischen SpaceX und verschiedenen US-Behörden festgehalten, Starship für die Erweiterung der militärischen Kapazitäten nutzen. Mit den ersten 5 Missionen hatte sich die 500 Millionen US-Dollar teure Entwicklung der Falcon Heavy amortisiert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das nicht optimal, denn eine fette Null ist nicht so sexy wie Profite. Bevor wir jetzt schauen, was der Falcon Heavy für eine Zukunft blüht, habe ich noch eine sehr interessante Kleinigkeit für dich. Setz dich hin, das ist nämlich ziemlich heftig. Über die Jahre hat SpaceX in unzähligen Iterationen ihres aktuellen Merlin-Triebwerks ihren Schub fast verdreifacht. Die erste Vision, also das Merlin 1A, lieferte über 33 Tonnen Schub. Zack!
Ein paar Jahre später heißt das Triebwerk Merlin 1D und liefert 92 Tonnen Schub. SpaceX hat sogar nach der Aufnahme des regulären Betriebs, die Falcon 9, immer weiter verfeinert, bis den Behörden das Risiko zu groß wurde. Also hat man SpaceX ganz lieb dazu geraten, die Falcon 9 gefälligst so zu lassen, wie sie zum Stichtag war. Damit haben sie aber nicht mehr als Eulen nach Athen getragen. Denn Elons großes Ziel war es damals sowieso, so viele Kapazitäten wie möglich freizuschaufeln, um sie in die Starship-Entwicklung zu stecken. Das war dann auch die Zeit, wo wir miterlebt haben, wie in wenigen Jahren aus Boca Chica Starbase wurde. Und wenn alles nach Plan läuft, dann könnten wir den vollen Starship-Stack bereits im ersten Quartal zum Orbitalflug aufbrechen sehen. Ob dieser dann so gut läuft wie der Falcon Heavy Jungfernflug, kann ich nicht sagen, aber ich vermute nicht. So oder so wird es ein Spektakel. Damit du nichts davon verpasst, abonniere gleich Mars Chroniken. Aber was wird mit der Falcon Heavy passieren, wenn Starship den Betrieb aufnimmt? Für die Zeit bis 2026 stehen im Moment 12 Missionen in den Auftragsbüchern. Ich glaube, dass SpaceX die Phase, in der die Falcon 9, die Falcon Heavy und Starship parallel laufen, so kurz wie möglich halten wird. Selbst wenn die Falcon Heavy noch Missionen in den Auftragsbüchern stehen hat, ist ihre Abschaffung nicht undenkbar, denn eine Umbuchung auf eine andere Rakete wäre nichts Neues. Diese Praxis, bestehende Verträge auf ein Nachfolgemodell umzubuchen, haben die Ariane Spass und die ULA in der Vergangenheit auch schon gepflegt. Wichtig ist nur, dass SpaceX ohne Unterbrechung dazu in der Lage ist, superschwere Nutzlasten für das Militär zu befördern. Und wenn Starship den Betrieb wirklich aufnimmt, dann verschwinden nicht nur die Falcon Heavy und die Falcon 9, sondern mit ihnen auch die meisten anderen kommerziellen Raketen. Europa, China, Russland, Japan, Indien und einige andere werden aber ihre institutionellen Träger weiterhin subventionieren und am Beatmungsgerät lassen, bis der kommerzielle Markt Starship eingeholt hat und ein echter Wettbewerb möglich ist. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.